Es könnte ja so einfach alles funktionieren, aber doch funktioniert es nicht. Man überlegt, man denkt nach. Man überlegt, man denkt nach. Man läuft von links nach rechts. Man läuft rund, man läuft, man läuft, man läuft, man läuft, man geht. Man überlegt. Also ich überlege, was soll ich denn heute tun? Was ist heute meine Aufgabe? Was könnte ich heute besser machen? Was für ein Video könnte ich drehen? Ich überlege gerade. Lege ich, dann denke ich nach und dann schaue ich. Mein Hund liegt dort. Ich könnte über den Hund ein Video drehen. Das könnte sein. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ist einfach so fucking. Wir kennen es doch alle. Man denkt sich, ja, man dreht ein Video für YouTube, für den Algorithmus. Was kommt? Keine Idee. Man ist einfach nur, lost in der Welt. Und dann überlegt man, ja, was will man eigentlich im Leben machen? Was hat man sich eigentlich so vorgenommen? Ich habe mir eigentlich vorgenommen in meinem Leben, ich werde selbstständig. Habe ich gemacht, funktioniert, ist okay. Gut, dann kommen wir zum Thema 2. Ich wollte immer mal mit YouTube beginnen. Mit Twitch, Streamen, mit so einfachen Videos wie hier jetzt. Wie du binnen 5 Minuten dein Video so beendest, dass es niemand vergisst. Ich habe gerade am Tisch und den Kaffee stehen gehabt und habe so richtig runtergefetzt vom Tisch. Natürlich, ich bin weggerannt, habe was zum Wischen geholt. Also wenn meine Freundin das sieht, dass dort jetzt alles voller Kaffee ist, beziehungsweise ich habe es eh weggewischt und auch sauber gemacht, aber ich habe Angst vor ihr. Bitte helft mir. Ich weiß nicht, sieht man das noch? Das ist noch ein bisschen, es ist noch ein bisschen feucht. Ist noch ein bisschen feucht am Fußboden, sieht man es noch ein bisschen da. Sieht man noch ein bisschen, dass ein bisschen Kaffee drin ist. Da ist auch Kaffee drauf gewesen, auf irgendeiner Seite, das weiß ich. Egal! Gut, meine lieben Freunde, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Es passiert immer wieder Blödsinn. Hätte ich diesen Kaffee nicht umgeschlagen, dann würde das Video anders beginnen. Aber, ja, wie es halt so sein soll, passieren mir immer Blödsinn, wenn man ein bisschen genervt ist. Na, ich bin genervt. Ihr fragt euch, wieso bin ich genervt? Ich bin deswegen genervt, weil einfach, wie willst du heutzutage kreativ sein, wenn du schon nur so viel tun musst und so viel machen musst? Du kannst kreativ sein, du kannst klug sein, du kannst so geile Ideen haben, aber diese Umsetzungen, du willst was umsetzen. Ganz schön schwer, ganz schön. Du bist kreativ. Du machst deine YouTube-Videos, du machst deine Shorts, du machst alles. Du bemühst dich für die Allgemeinheit. Wenn man so vorbeischaut auf YouTube, auf TikTok, auf Twitch, wer ist groß, wer ist klein? Was sieht man denn? Wenig. Viele Leute wollen so sein wie große YouTuber, wie große Streamer. Viele denken sich, der Erfolg kommt direkt so nach dem ersten Video. Viele denken sich, yo, ich schaff das, ich mach das. Und dann sind sie enttäuscht nach 2 Wochen, weil sie sich denken erst, ich habe gerade mal 3 Aufrufe und mir geht das schon sowas von am Sack. Aber ja, dann kommt man halt wieder, dann kommt die Realität und man spürt, ja, es ist doch nicht so einfach. Es ist doch nicht so einfach, berühmt zu werden. Es ist doch nicht so einfach, das Leben. Aber ich habe genauso damit gekämpft. Wir kämpfen alle damit. Ich bin auch nicht der Größte, aber trotzdem. Und wenn ihr groß werden wollt, kommt in die Gruppe. In die Gruppe, Jungs. Mädels. In die Gruppe. In die Gruppe kommt ihr rein und danach seid ihr die besten Leute, die es gibt auf der Welt. So, dann gehen wir kurz mal rüber. So. Hier seht ihr mich. Und den kleinen Hund. Ja. Okay, drehen wir sich in die andere Richtung. Hier sieht man mich und den zweiten Hund. Bella. Yo, Stalin, schau mal her. Hallo. Weiß selber nicht, was er machen soll. Was ich machen soll, weiß ich manchmal auch nicht. Tja, ist alles okay. Ist alles okay. Ja gut, stellt sich das Stativ auf. Man denkt sich, man beginnt ein Video und dann beginnt das Video so, dass man seinen Kaffee verschüttet. Einfach nur geil. Ich finde es eigentlich voll geil, in die Kamera zu schauen und einfach da reinzulabern. Ob es jemanden interessiert oder nicht, das ist doch scheißegal. Ihr könnt jetzt eine Banane reinziehen, es wird trotzdem keinen interessieren. Aber ja, kann man nichts machen. So ist das Leben. Es will nicht jeder alles wissen über einen, ne? Wie er die Ohren aufsteckt, ne? Angriffsposition, weg. Angriffsposition, weg. Angriffsposition, weg. Ja, ich liebe diesen Hund. Sie mag ich auch, gell? Das mag ich auch. Sie ist ganz liebes, gell? Oh, da fasst nicht jemand an. Komm her. Komm, beweg dich ein bisschen. Komm, beweg dich ein bisschen. Komm. Und jetzt wartet's jetzt. Gleich kommt's. Ja, du fühlst dich wohl, gell? Du fühlst dich wohl. Ja.
das tust du. Ja. Jetzt schaut, jetzt greift der Hund wieder an. Ganz schön, schön, schön machst du das. Sehr brav bist du und verjagst sie. Ganz brav bist du, wieso verjagst du jeden? Reden sie mit mir. Reden sie mit mir. Reden sie mit mir. Wieso tun sie das? Wieso tun sie das? Bella, ist alles okay? Bella. Ja? Hast du nicht Schuhen gerochen? Bella. Sie war brav. Sie war schon brav, gell? Jetzt willst du gestreichelt werden. Ja, das willst du. Streck nur deinen Fuß aus. Ja, das ist sehr sexy, ja? Oh. Das darf man nicht sehen, was du da hast, sonst werden die ganzen Leute neidisch. Sonst werden die Leute neidisch.